Gibt's irgendeinen Schwur oder so, der Heiligschaden verringert? Das wäre natürlich mega gut. Mann, ich habe aber auch keinen Luck. Ich weiche doch perfekt aus. Sehr schön. Gute Mimik. Weiter so. Direkt einen Strahl rein. Direkt. Nee, der macht direkt sein Feuer. Nochmal, nochmal, nochmal. Wichtig. Guck mal, wie weit der weggeht. Das ist doch asozial. Ach nee, nicht wieder dieser Ring. Natürlich. Noch rein. Oh nee, nicht die Dinger. Komm, ein G-Lack. Noch ein. Ja! Noch zwei Strahls. Ja, mir weg. Halt alles auf. Oh. Komm jetzt. Ja, ein noch. Nein. Komm, 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 komm. Geschafft. Soweit, so gut. Jetzt bloß nichts aus Versehen drücken. So, Erlanger, ich brauch dich. Jetzt in die Cloud hochladen. Okay. Ich Spiel beenden. Ich muss das Spiel dafür beenden jetzt, ne? Genau hier kann ich das Spiel beenden, oder? Okay, Spiel beenden. Zack. Dann Spiel schließen. Optionstaste drücken.
Und dann hier Daten hochladen. Hochladen. Okay, hochladen. Und wenn, also schließen, ja. Wird hochgeladen. Wir hatten Closure überschreiben, ja. So, fertig, ne? Und jetzt kann ich wieder ins Spiel gehen. Und jetzt machen wir alle drei Enden innerhalb von ein paar Minuten, anstatt das ganze Game nochmal durchzuspielen. So, starten das Game. So, und ich denke mal, ein Ende ist. Ein Was ist das denn hier? Rani herbeirufen wird wahrscheinlich ein Ende sein, oder? Kann nichts passieren. Ich rufe mal Rani herbei, oder? Machen wir mal. Gucken wir mal, was passiert. Denk mal, Rani wird ein Ende sein. The battle is over, I see. Die hat ihre Hände an die Arme mit Bändern, mit Faden gemacht. Mit Boah, irgendwie creepy ein bisschen. Alles. I do solemnly swear to every living being and every living soul. Now cometh the age of the stars. A thousand-year voyage under the wisdom of the moon. Here beginneth the chill night that encompasses all, reaching the great beyond. Into fear, doubt, and loneliness, as the path stretcheth into darkness. Well then, shall we? Da wäre ich ja verwirrt. My fair consort eternal. Zeitalter der Sterne. Perfekt. So. Überspringen. Nein, wollen wir nicht. Und dann lade ich einfach nochmal aus der Cloud. Also ich mache jetzt einfach nein. Dann schließe ich das Spiel. System. Spiel beenden. Ja. Da keine Fehler machen. So, dann wir raus, hier rein, Daten hoch runterladen. Machen wir Download. Nicht hochladen. Download. Ja. Wird überschrieben, ja. Zack. Jetzt gehen wir wieder rein.
Ich denke mal, das zweite Ende ist da dieser kleine Baumstumpf oder was ist da, was da war. So, sind wir wieder hier. Und der Baumstumpf ist der zweite, oder? Gespaltene Marika berühren, Erlanger. Ist wahrscheinlich die zweite, oder? Oh, okay, dann sag mal bitte den zweiten für Trophäe. Den Baumstumpf berühren hier. Okay. Oh, was davon mache ich? Den Eldenring heilen oder Heilrune des Todesprinzen benutzen? Egal. Was denn cooler? Okay, machen wir die. Boah, ich weiß nicht, Heilrune des Todesprinzen benutzen. Ich mach mal Eldenring heilen. Witzig aus mit der dicken Plauze. Eldenfürst. Zack, zweite Trophäe. Und jetzt das gleiche Spiel nochmal. So, egal ob wir jetzt NG Plus gehen oder nicht. Spiel beenden. Spiel beenden. Daten hoch runterladen. Dann wieder Download. Ja. Yep. So, runtergeladen. Mal wieder rein. Und das dritte Ende, Erlanger, da musst du mich durch navigieren. Oh, das ist schlauchig. Ah ja, in die Kanalisation, das weiß ich. So, Mock. Ich kann hier nicht teleportieren. Ah, ich muss bestimmt erst die Gnade, ne? Und danach wieder zum Stumpf. Ah, okay. Okay, erstmal Stufenaufstieg machen. So, jetzt kann ich teleportieren. Tiefe der Verlorenen wird es, glaube ich, sein. So, und dann den Altar angreifen und dann runterspringen. Okay.
Komm, ja, wäre auch eine Gnade gewesen. Ups. Wie heißt die? Hi, Papa TV. Altar angreifen. Ich hoffe, wir sehen jetzt keine Gegner. Gar keinen Bock. Da ist ein Gegner. Ist das hier? Material. Item. Ach ne, muss ich jetzt den ganzen Weg runter? Da habe ich jetzt Bock drauf. Gibt es hier irgendwas, was mich interessieren könnte an Items oder so? Nee, oder? Ich kann einfach runterspringen. Nehme ich an. Nehme ich wohl mal mit. Handbuch des Rasenden. Und jetzt? Wie lang? Oh. Oh, da rüber. Oh, das ist ja hier schwierig. Rüber oder runter? Was hast du denn gemacht? Du bist da runter. Und dann? Da runter. Und daneben gesprungen. Da bist du ja clever. Hä, und jetzt? Soll ich da hinten hinspringen? Darüber springen? Nee. Da muss ich ja Parcours machen. Jetzt? Direkt unter mir? Nee. Darüber bestimmt wieder, ne? Das ist zu schwer. Ich mag so schwere Sachen nicht. Komm, fall. Nein, 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 nein. Oh. Los, weichliche Raserei. Hier kann ich aber bestimmt komplett runter, oder? Gut, checken. Hä? Hä, wie komme ich da ran? Kaputt machen? Will da hin? Angriff versuchen. Hey, wie komme ich da hin? Scheiß drauf. Gesehen. Fingerabdruck Steinschild. Wie ich da hinkomme, keine Ahnung.
Und hier geht's runter. Muss mal ein bisschen Licht. Die Gegner. Hier kann ich runter, oder? Hä? Man fällt da durch den Boden. Was mache ich denn jetzt? Herr Langer, was mache ich jetzt? Kann ich da stehen? Kann ich hier runterspringen? Gibt es kein Grab mehr zum draufspringen. Spring. Ah. Gibt es hier noch einen Bosskampf oder so? Hier ist eine Gnade. Wenn hier noch ein Bosskampf ist, heile ich mich mal kurz. Mach noch ein Level. Kommt jetzt noch ein Boss? Bei 163, Alter. So ein Boss kommt, nehme ich mal hier. Lieber. Sind Resistenz. Kommt kein Boss. Was ist das denn hier? Hä? Hä? Rüstung? Soll ich irgendeine Rüstung anziehen? Aber welche? Weißt du, welche Rüstung? Nackt machen. Tür öffnen. Oh, ich habe die Waffe nicht abgelegt. Da ist das Ding mit den drei Fingern. Moin, Niki. Ich habe mich schon die ganze Zeit gefragt. Das ist also der Keller mit den drei Fingern. Aha. Ist das jetzt schlimm, da ich meine Waffe nicht abgelegt habe? Jo, habe ich vergessen. Mache ich beim nächsten Mal. Ich kann es noch gerade editieren. Aber mache ich gleich, ich bin gerade in der Aufnahme. So. Und jetzt? Und jetzt gehe ich einfach zurück zum Baumstamm, ja? Gespaltene Marika, da gehe ich jetzt hin, richtig? Alles klar. Spaltene Marika wieder dahin.
Und dann mit der quatschen. Nicht wahr? Flamme irgendwas machen. Okay, was passiert jetzt? Sein Kopf brennt. Das Auge von Mordor. Ich glaube, das ist das böse Ende. Herr der rasenden Flamme. Trophäe. Nein. So, und welcher Tag ist das jetzt? Goldene Welle. Ah ja, okay, chillig. Das ist ja irgendwie witzlos, ne? So, 64.000. Ja, mal eben 40.000 gemacht. In ein paar Sekunden. Weil ich gehe auf jeden Fall noch nicht. Ah, ich will aber die Platin. Lohnt sich das nochmal ein paar Steps nach vorne zu gehen überhaupt? Für zwei, drei Gegner mehr? Oh, der Fuß ist weg. 1 Million. Guck mal, wie lange habe ich jetzt gefarmt? Keine 10 Minuten, oder? Zack, 1 Million. So, das reicht jetzt auch. Vielleicht da. Hey, ich kenne mein Glück. Irgendein scheiß Ding fehlt mir noch. Ich wette es. Irgendwas fehlt mir noch. Auch komisch, dass ich von dem Zepter bekomme, obwohl er so ein Schwert hat. Er macht halt gar keinen Schaden, der Arme. Aber der hält gut was auf. Heil mich jetzt mal ganz kurz. Der hält sich auf und kriegt den Strahl ab. Noch ein Strahl. Wollte er sich nochmal heilen? So, jetzt gib mir das scheiß Schwert. Der Zepter. Legendäre Waffen. Bernals Klangperle, Helm und die Platin. Da ist sie. Platin. Erstmal ein Screenshot von machen. Nice, das war's.
Das war Elden Ring. 77 Stunden. Mit Hilfe, freundlicher Hilfe von Erlanger. Ohne den hätte ich bestimmt nochmal doppelt so viel Zeit gebraucht. Mit den ganzen Wegen und so, wo wir überall durchgerannt sind. Verrückt.